Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Thale. Heute nehme ich euch mit, um euch meine Lieblingslinie zu zeigen, und zwar die 4. Wir starten gleich mal los. Es gibt ja hier 1, 4 und 2. Die 4 fängt mit einem schönen Table an und wird hier schön rough am Anfang. Ich habe jetzt einige Leute schon gehört, die das erste Mal hier waren in Thale. Und sich gefragt haben, irgendwie, ja, wo ist es hier am besten? Weil die teilweise enttäuscht waren, wenn die jetzt die 1 zuerst gefahren sind und dann irgendwie die 3. Dann dachten die, ja, hier ist irgendwie nichts los. Für viele mag das natürlich top sein, der Harzer Roller. Aber es gibt auch Leute, die es ein bisschen rougher haben wollen. Ja, und die 4, zumindest die ersten 2/3 fahre ich ja immer. Die 4 ist irgendwie von allem etwas. Also ihr seht, jetzt geht es hier steinig durch den Wald, aber es geht jetzt hier wieder raus, ein bisschen flowiger, schöner Anlieger und der erste Sprung sozusagen. Jetzt kommen die Road Gaps. Mit denen habe ich mich noch nicht angefreundet, nur mit dem ersten so ein bisschen, den nehme ich hier links vorbei. Hier kommt der zweite. Für den zweiten hat man vielleicht noch genug Speed. Das hier ist der 3., da weiß ich nicht, wie man den nehmen soll. Jetzt geht es hier wieder in den Wald rein. Ja, und die ersten 2/3 hier von der 4 sind halt sehr abwechslungsreich, anspruchsvoll, aber auch flowig mit ein paar Sprüngen drin. Jetzt geht es hier zum großen Holzelement. Hier spaltet sich auch schon wieder 4 und 2. Hier würde ich euch empfehlen, den Harzer Roller nicht weiter zu fahren. Und zwar passt hier was. Und zwar hier auf der 4 ein Doppelsprung. Wow! Mit einem kleinen Gap drin. Und der Rest hier weiter schön durch den Wald. Drops. Und versteckter Drop. Wow! Natürlich jede Menge Speed, wenn man will. Da fährt man durchgängig die 2, kann ich verstehen, dass es irgendwann langweilig wird, weil es halt alles wirklich nur geshaped ist. Keine Sprünge, nur ein paar Roller. Ne, heißt ja auch harzer Roller. Also, what you see. What you read is what you get. Deswegen die 4, die ersten 2/3 und dann das letzte Drittel, die 2. Hier nochmal Speed aufnehmen, rechts halten. Und hier ganz wichtig, nach links auf die 2, nicht die 1 bzw. die 4 weiterfahren, weil das dann wirklich ein bisschen zu downhillig. Einfach nur noch steil und ausgefahren. Bremswellen. Hier rechts geht's runter. Dafür ist der letzte Teil der 2 viel flowiger hier. Und auch schnell wie Sau. Einmal über die Wurzel. Wow. Das hier ist auch ein Teil, den man nicht bekommt, wenn man die 4 weiterfährt. 3 schöne kleine Kanten hintereinander. Ne, 4 sogar. Hier genug Speed mitnehmen. Letzter Sprung. Da hat man es gerade gesehen, da trifft man sich dann wieder mit der 4. Und das ist das Ende. Puh. Von meinen
meiner Meinung nach der besten Line. Also zwei Drittel, vier im Prinzip, die Downhill-Strecke und dann das letzte Drittel, die zwei. Optimalicus Maximus.